Limski, was sind Ihre Eindrücke hier von der Veranstaltung in Koblenz? Die Koblenzer sind ja ganz gut mitgegangen. Also ich habe ganz tolle Eindrücke wieder mitgenommen. Es ist das dritte internationale Treffen, das wir dieser Art haben. Und es ist immer wieder schön, Freunde zu treffen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie es in den einzelnen Ländern bergauf nach oben geht, ja, in der Wählergunst. Und ich glaube, dass das Jahr 2017 ein ganz ein tolles werden wird, wo in vielen Ländern wirklich der Durchbruch gelingen kann. Und da freue ich mich, dass wir einander vorher noch einmal getroffen haben. Also Marine Le Pen hat ja die Leute hier richtig bewegt und hat auch viele Fans und viele Herzen erobert. Damit haben sie doch ihr großes Ziel erreicht. Das haben wir mit Sicherheit, weil Marine Le Pen die Gelegenheit auch hatte, sich den Deutschen und der AfD einmal direkt zu präsentieren, ihre Gedanken direkt auch mitzuteilen. Das ist gut so, das ist wichtig. Und ich glaube, es sind all jene, die nur vertrauen auf klassische Medien, wie die Beurteilung anderer ist, sich vor Ort und direkt ein Bild machen, dann würden sie so manche positive Überraschung erleben. Können wir eigentlich mit einer ähnlichen Veranstaltung auch in Frankreich rechnen, die ENF ausrichten wird? Da steht als nächstes auf dem Programm. Ja, zuletzt war es in Wien, vorher in Mailand, jetzt in Koblenz und ich hoffe demnächst in Paris oder einer anderen französischen Stadt. Herr Wilimski, vielen Dank. Ich danke Ihnen.